So, und da bin ich wieder. War wirklich eine schnelle, kurze Pause. Musste wirklich ganz dringend nur kurz aufs Klo. Aber wir machen hier jetzt mal weiter. Ah, und Hashi, sag mal Bescheid, wenn es wieder mit GeoGuessr weitergeht. Das hat richtig Bock gemacht, auf jeden Fall, muss ich sagen. Habe ich Bock, wieder weiterzumachen, auf jeden Fall. Also, hat mir sogar mehr Spaß gemacht als Codenames. So, mal gucken. Vielleicht mache ich sogar auch mit euch zusammen irgendwie, falls ihr auch Bock habt, ein Stream raus oder sowas. Wenn ihr das wollt, meine ich ja. Okay, hier fehlen zwei Schlüsseldinger. Lass mir raten, ich darf da hinten irgendwie kämpfen gegen irgendwas. Autsch. Okay, da sind Spawner. Da komme ich aber nicht ran. Hier sind auch wieder welche. Und hier haben wir einen Knopf. Was hat das gemacht? Der hat die alle rausgelassen. Autsch. Autsch. Wenigstens kriegen die auch Schaden. Autsch. Okay, warte. Ich nutze mal die Stacheln hier aus, dann brauche ich selber nicht zu kämpfen. Okay, ein großer kommt da auch noch. Ich glaube, gegen den großen darf ich gleich kämpfen. Okay, der Große kriegt keinen Schaden von den Dingern. Keine Ahnung, von wo der jetzt kam. Erstmal den Spawner da kaputt machen. Alter, was macht der denn für Angriffe? Jo! Okay, der ist doch ein bisschen heftig. Ich will meine Sachen wenigstens wieder haben. Die hier nur rumliegen sollten. Kommt er hier überhaupt ran? Okay. Ah, ich dachte schon. Ich dachte, er macht jetzt irgendwie einen Zauberangriff oder so. Der kommt hier nicht hoch. Okay.
Okay. Ja, wie besiege ich den? Kann ich irgendwo in Sicherheit sein vor dem? Alter! Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, sich zu verstecken? Okay, Stampfhut auch. Autsch. Okay, von der Nähe ist es besser. Was brüllt der da? Okay, gleich haben wir den. Okay, jetzt haben wir den. Alter, das war ein Kampf. Das war ein Kampf gegen den. So, die Waffe ist aber auch gleich verbraucht, die wir jetzt haben. Trotzdem will ich hier alles mitnehmen. So, dann müsste, glaube ich, auf der anderen Seite genau das gleiche nochmal sein.
Und ich müsste vielleicht mal eine andere Waffe nehmen. So, da zerlege ich mal. Knochen brauche ich nicht. Ich benutze mal das hier. Jetzt für den nächsten Gegner. Genau, da hinten kamen wir. Da müssen wir jetzt mal hin. Okay, ich gehe mal davon aus, dass hier einfacher sein wird. Mit den Feuerbällen. Ja, da ist wieder derselbe Gegner. Jo! Wie viele? Erstmal vielleicht den Spawner da loswerden. Ja. Das sind echt zu viele. Echt viel zu viele. Wie viele gibt's denn von denen hier noch? So, und wo ist der Große von denen? Der steckt da fest, okay. Ne, da kommt er schon. Das schleudert die auch alle hoch. Aber der kriegt auch von den Dingern Schaden. Nicht so wie von den Stacheln. Das heißt, ich kann den, um Dingen zu sparen, gegen diese Bälle hier Dings. Alles klar, Paschi, dann bis gleich. So, ich versuche die mal gegen die Dinger da, gegen die Bälle zu locken. Nein, hat nicht gefunzt, okay. Mist. Okay, noch ein Versuch. Obwohl von hier oben vielleicht. Wo ist denn der Große wieder? Von hier oben könnte es vielleicht klappen. Da. Hier dürfte er nicht rankommen. Versteckt er sich jetzt, weil er an mich nicht rankommt?
Ich frage mich, wie das dann wird im nächsten Dungeon hier. Oh, da war ein kritischer mit bei. Oder wird er von irgendwas anderes noch getroffen? Ich glaube nicht. Die lasse ich mal in Ruhe. Hier ist jetzt offen, wenigstens das. So, was haben wir hier drin? Silberschussbogen, legendär. Kraft, 36 Kraft. Aber okay, hier ist aber schon Ende. Ja, das, weswegen wir hier waren, haben wir ja zumindest geholt, den nächsten Baublock. Dann sind wir hier fertig. Nice. So, haben wir hier noch was, was wir nicht brauchen? Knochen zum Beispiel. Die Knochen brauchen wir noch, aber andere Knochen sehe ich jetzt nicht. Okay, nice, wir sind hier durch. Das heißt dann jetzt eben alles nochmal einlagern. Und dann zur nächsten Halle, würde ich sagen. Wo ist unser Zuhause? Hier müsste das sein, ja. Vor allem, wir sind einfach nachts wieder draußen. Ach, hi Kami. Ja, alles gut. Ich weiß, du bist selber gerade am Stream, daher wäre es nicht so schlimm, wenn du jetzt heute nicht da bist. Freddy ist ja da. Und ich bin jetzt eh gerade am Einlagern, also genau passenden Moment rausgefiltert. Riesenknochenfall. Warte mal. Riesenknochenpfeile. Okay, warte. Die wollen wir behalten, definitiv. Aber ich lagere die vielleicht erstmal ein, bis die hier weg sind.
Den zerlege ich jetzt einfach mal. Den brauchen wir nicht mehr. Wir haben den Knüppel. Den würde ich gerne behalten. Auch wenn der legendär ist, der ist schlechter als meine Waffe. So. Ne, für hier haben wir nichts. Bücher haben wir wieder, was? Das ist auch schon bald voll. So. Davon würde ich vielleicht doch nochmal so einen Stapel mitnehmen. So, den Schlüssel packe ich auch mal mit hier rein. Und den Schädel. Genau, ja, Freddy, da hast du recht. Kami ist einer dieser Leute, die man bannen sollte. Das stimmt. So, haben wir für hier was? Ne, die Dietriche wollte ich behalten. Hier. Ich pack aber auch die neuen Pfeile auch mal erstmal hier mit rein. Hier ist leer. Für hier haben wir was für hier? Ja. Ich finde schön, wie lieb ihr euch habt. Sonst glaube ich, für den Bereich habe ich jetzt glaube ich nichts. Doch, Sprengstoffe. Wo habe ich die denn hingetan? Lebensmittel habe ich jetzt nichts mitgenommen, glaube ich. Zauber? Was für Zauber habe ich? Den Kotzzauber, wo ist denn das? Und den hier glaube ich auch. Hier habe ich. Den habe ich auch noch. Ach, das ist schon der nächste. Ich brauche hier noch eine Truhe. Ich pack den erstmal aber auch mit hier rein. Hier habe ich nichts. Nix. Nix. Ach, ist noch eine Stufe. Ich brauche zwei neue Truhen. Okay, der hier ist eh leer. Dann nehmen wir den da raus. Ne, für hier habe ich nichts. Für den hier habe ich was. Wird auch schon bald voll.
So, Holz und Äste muss ich auch noch mal einräumen. Die wir sind hier hinten. Hier haben wir Äste. Ach, und Honig habe ich auch noch. Okay, aber den einen neuen Baublock muss ich auch noch mal eben hier reinpacken. Und den kann ich dann da ansetzen. Obwohl, nee, warte, den wollten wir hier packen. Nein, jetzt habe ich aus Versehen geschlossen. Hat gefunzt. Okay, hier kommen dann die. So, wo habe ich Honig? Ich glaube doch, ich zerlege den auch mal. Ich glaube, wir bleiben nur bei dem Knüppel. Und einmal hier reparieren. So, er hat die nächste Quest. Begrabene Knochen im Sand der Zeit. Du bist schon weit gekommen, aber wir dürfen nicht rasten. Köstliche Angst entweicht ihnen und wandert von jenseits des Schleiers bis zu meinen Ohren. Erreiche die müden Sande im Osten, zerreiße sie völlig. Gleite, sammle, gewinne. So, Ödlandknochenschlüssel. Hier, bessere Ektoplasmasuppe. Was macht denn das? Minus 100 Lebenspunkte? Beschwörung? Neue Stuhl. Oh, geil. Den Stuhl können wir jetzt machen. Der ist nice. Hier jetzt zwei Riesenknochen und 100 Ektoplasma-Splitter. Warte, Splitter? Splitter, okay. Von den neuen Grünen. Machen wir so. Und so. Und den wollen wir auch nochmal verbessern. 47 Schaden. So, die restlichen Münzen können wieder hier hin. Der ist episch. Okay, also wo könnten wir denn den nächsten kriegen? Oder beziehungsweise, wo könnte dann... Ach, wir haben wieder 6 Fähigkeitspunkte. Okay. Wo haben wir die denn jetzt auf einmal her? Erhöht Standard aus der Regeneration 50%. Jetzt ist die Frage, wohin investieren wir? Nemesis, wenn ein Verbündeter die Aufmerksamkeit eines Feindes auf sich zieht, gilt das auch für dich. Wächter, wenn sich 3 oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern befinden, erleidest du 15% weniger Magieschaden. Erdaura, jeglicher Schaden gegen Spieler im Umkreis von 10 Metern wird um 10% reduziert. Wenn ein Verbündeter die Aufmerksamkeit eines... Achso. Alle 2 Stufen der Flamme gewähren einen Konstitutionspunkt.
Was macht das? Oder hier, wenn ein Gegner innerhalb von 10 Metern mit einer Nahkampfwaffe getötet wird, wird jeglicher mit Nahkampfwaffen verursachter Schaden 10 Sekunden lang um 20% erhöht. Deine Parade fügt Gegnern 20 Wuchtschaden zu. Hier könnten wir nochmal Stärke machen. Dann auch. Ersetzt die Ausweichrolle durch einen Kurzstreckenteleport. Was auch du verströmst eine heilende Aura. Sie heilt alle verletzten Verbündeten im Umkreis von 15 Metern. Die Heilung skaliert mit deinem Intelligenzattribut. Ein Lebenspunkt für je 2 Punkte Intelligenz. Okay, Zauberer ist auch nicht schlecht. Wird die Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Konter selber 15% Schaden gegen Fernkampfgegner. Erhöht den Zoom beim Zielen mit dem Bogen erheblich. Giftimmunität. Deine Giftresistenz wird um zusätzliche 10% erhöht. Du erhältst eine Chance von 25% Vergiftung vollständig zu vermeiden. Ruhiger Geist. Wilde Tiere im Umkreis von 50 Metern werden befriedet, wenn sie nicht angegriffen werden. Wirkt nicht auf Tiere, die von Meersmann verdorben sind. Okay, das würde ich dann doch machen. Bestienmeister. Hier Geschick. Und Kondition. Drei Punkte haben wir noch. Zuschuss 30%ige Chance, einen Ausdauerorb zu spawnen, wenn du einen Gegner mit einem Bogen besiegst. Sprungangriff. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, verursacht ein Angriff aus einem Doppelsprung zusätzlich 20% Waffenschaden. Ah, geil. Okay, das nehmen wir. So, dann wollen wir mal schauen, wo ist nächste Questgebiet. Hier, finde die Hallen der Erloschenen im Ödland. Ist das, na, verdammt. Ich hatte gehofft, das wäre Eisen. Ich glaube, ich sehe den jetzt schon. In der Höhle ganz da hinten, wo jetzt der Fels im Weg ist. Da, wo jetzt mein Kopf drunter ist, in der Höhle, glaube ich, den gesehen zu haben. Sieht auf jeden Fall danach aus. Ja. Nice. Schlüssel haben wir. Neuer Ort kartiert. Perfekt. So. Gibt es hier noch mehr zum Sammeln? Hier. Ich freue mich wirklich schon aufs Update, wenn dann noch mehr solche Hallen gibt. Oh, das ist jetzt bitter, wenn wir hier jetzt auch im Miasma sind.
unsere Zeit dann hier auch noch begrenzt ist. Also, ich glaube, 17 Minuten. Erhöht nochmal die Schwierigkeit. Alter. Stufe 25, okay. Jetzt sind sie alle auf meinen. Alter, wie schnell. Wie schnell die hier mein Leben weggemacht haben. Ektoplasma-Kristall. Kommt dann noch irgendwie was? So Level 30 Gebiet oder? Oder so von denen? Oder mit denen? Bin gespannt. Was kommt da jetzt auf mich zu? So. Bücher wieder mitnehmen. Und reparieren, perfekt. Das hier muss ich auch noch mal. Ich darf gleich so oder so noch mal reparieren. Nein, nicht hinsetzen. So. Eisenpfeile, okay. Noch mehr Bücher. Perfekt. Komm, den Millimeter, ja. So. Ah nein! Ja, jetzt aber. Oh, jetzt ist das Ding auch kaputt.
So, komme ich da ran? Ja. Oder ich mache so einfach. Ist viel einfacher. Und auch richtig dunkel hier eigentlich. Wie... Yo! Ich dachte schon vorbei. Wie viele von denen da waren. Wie schnell mein Leben fast weg war. Kommen die jetzt alle? Na, ein paar gehen. Okay. Ich glaube, da vorne ist ein Spawner irgendwo. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Spawner. Ja, da haben wir einen Spawner. Wir haben da noch einen. Abwarten. Hier kommen die nicht dran, oder? Okay, das hat wenigstens gefunzt. Ach, ein Hundi ist da noch. Und jetzt einmal repartieren. Ich hoffe, hier gibt es keinen mehr. Okay, da sind zwei Magier. Autsch. Erstmal die Magier loswerden.
Wieso sieht ihr den Fallschirm wieder an? Okay, wo kommen die alle her? Da kommen noch mehr von unten. Jo, Alter, wo kommt der wieder her? Ja, ernsthaft, von wo kommen die? Ist da unten noch ein Spawner irgendwo? Doch ein bisschen viele. Da sind wieder welche. Da muss safe noch ein Spawner sein. Ja. Und hier auch noch mal einer. So, meine Waffe wird das nicht mehr lange durchhalten. Einfach 4 Spawner. So, aber jetzt kann ich die dann wahrscheinlich fertig machen. Wenn die da jetzt keinen Spawner mehr haben. Und nicht endlos wiederkommen können. Oder ich renne einfach an denen vorbei. Würde auch funktionieren. Oder so. Ah, nein. Nein. Tschüss. Liegt die jetzt los? Den da noch nicht, aber... Okay, Alter. Das sieht heftig aus. Von wie viele von diesen Käfern da rumschwirren? Ich glaube, gegen den kann ich noch kämpfen.
jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Was muss ich hier machen? 5 Schlüssel. Oh, die bekämpfen sich da? Oder wie? Oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Die haben die... oh oh. Ich glaube, ich muss die erstmal so alle erschießen. Nein! Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich extrem am Arsch. Oh nein, auch noch Ritter. Hier sind Ritter auch noch mit dabei. Zum Glück aber... Alter. Jo. Okay, fragen, wie soll ich das hier bitte schaffen? Wenigstens die Magier bin ich losgeworden, aber die Ritter. Nein. Autsch. Jetzt hör auf, es anzuvisieren. Geh raus da. Alter. Machen wir erstmal so. Yo.
Okay, den bin ich auch schon mal losgeworden. Parier das auf. Schnell. Flucht. Weg. Autsch. Ach super, hier ist mal auch wieder Miasma. Aber die kommen jetzt zum Glück nicht hinterher. Hier gibt es auch wieder mehr. Okay. Die müssen wir auch mitnehmen. So, kommt, da ist noch einer. Vorsichtshalber noch mal reparieren und dann los. Muss ich fliegen? Ich glaube ja. Oh. Supi. Spawner auch noch. Okay, zuerst die wegmachen. Jetzt trifft den scheiß Spawner. Okay, neuen Plan. So, kann ich den von hier oben treffen? Der wird uns nicht treffen können von hier. Die will ich nicht. Wo ist der Große jetzt wieder? Nein! Wieso kann ich nicht rennen? Ich sprinte doch. Okay, erstmal den nächsten Spawner loswerden. Und ich werde jetzt eh wahrscheinlich wieder drauf gehen, deswegen nehme ich meine Sachen da eben schnell mit.
Und mal schauen, ob ich irgendwie eine Position finde, wo ich die abschließen kann, ohne drauf zu gehen, sag ich jetzt mal. Ja, die sind schon alle hinter mir her hier. Zumindest versuchen die das. Natürlich hat der wieder volles Leben. Ich hoffe, der bleibt da mal stehen. Warum rennt er jetzt wieder? Also, nicht rennt, brüllt. Jetzt sehe ich ihn nicht. Doch, da. Was macht jetzt da hinten? Da komme ich aber nicht an ihn ran. Okay, der hat sich bewegt. Da ist der eine scheiß Magier, der nervt. Ja, der hat sich anders bewegt. Der soll diese Attacke öfters machen, damit ich die anderen loswerde. Ich hoffe, die Pfeile, die ich habe, werden reichen. Bewegt er sich die ganze Zeit hin? Ach, moin Jonas, alles klar? Und was gibt's zu essen? Ja, muss. Man lebt, ne? Ich bin ein bisschen müde auf jeden Fall. Ich habe gestern die Nacht zu viel durchgemacht, sagen wir mal so. Und hi Oldcoin. Ja, danke, dass du auch mal Hallo sagst nach 2,5 Stunden Lurk. Wieso treffe ich den gar nicht? Der bewegt sich zu viel.
Der Riese hier. Ich finde es super, dass die anderen mich jetzt nicht treffen. Ich glaube aber, ich werde gleich keine Pfeile mehr haben. Ah, du warst mit Haushalt und Essen beschäftigt. Ja, ich müsste mir auch mal gleich irgendwann was zu essen machen. Der Doofe war, oder ist, ich habe mir noch keine Brezeln geholt. Deine Waschmaschine ist auch fertig. Nein! Renn! Oder warte mal. Okay, erstmal den da loswerden. Die Drecksmagier. So. Erstmal die scheiß Magier loswerden. So. Erstmal meine Sachen wieder abholen. So. Da ist noch ein Scheißmagier, ernsthaft? Ich hätte vielleicht meine Ausrüstung. Ich hätte vielleicht mal meine Ausrüstung hier auffrischen sollen, was ich mit habe. Hi, Waifu! Alter, das ist übertrieben hier. Okay, einmal schnell Flucht. So. Ich bin gleich richtig im Chat aktiv. Ich muss erstmal die. Jo! Fängt jetzt damit wieder an. Wo kommt die scheiß Magier her? Wie viel gibt's denn davon? Jo, Flucht, 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 Flucht. Alter. Ich will mal sehen, wie man allein gegen so viele Gegner hier, wie man es alleine gegen so viele Gegner schaffen will. Wenigstens die meisten bin ich jetzt los, hoffentlich. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Hm. Ich bin der einzige Römer hier gerade, glaube ich. Ich hoffe, ich bin zumindest die Magier losgeworden. Die waren schlimm. Ja, es ist nur der Große und halt der hier. Für Sparta! Genau.
Ach so, Dankeschön, ja. Ja, gestern habe ich auch ein bisschen durchgemacht, sagen wir so. Wir streamen sehr lange und dann noch nach dem Stream auch nochmal viel gezockt. Also nicht gezockt, sondern. Oder kann man bei GeoGuessr und Codenames sagen, gezockt? Ja, oder? War ich auf jeden Fall auch da sehr viel am Dingsten am Machen. So, jetzt nur der Große alleine da. Den ganzen kleinen Scheiß bin ich jetzt losgeworden, ne? Und der muss wieder natürlich volles Leben haben. Seine Lebensanzeige nicht. Okay, jetzt sieht man hin und wieder mal rein. Okay, wo kommt der Hund jetzt her? Okay, nice. Jetzt haben wir es geschafft. Was ist das denn? Wirtwurzelaxt. Aber Barriere ist offen. Das Ding hat nur noch ein bisschen geleuchtet. Okay. So, die Dinger sammle ich aber nochmal ein. Boah, war das ein Kampf hier. Das war eine Geburt. So, die sammle ich ein wegen diesen Ektoplasma-Kristallen. So, und jetzt kann ich wieder richtig aktiv bei euch sein im Chat. Auf euch achten. So. Astrom, Waifu und Jonas und Oldcoin. Wie geht's euch erstmal? Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen. Dings war. Was? Hier ist eine Tür. Wo man aber nicht durch kann. Markus Rühl, wer war denn das überhaupt nochmal? Keine Ahnung. Jetzt gerade. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß jetzt echt nicht, wer das ist. Ah, okay, das freut mich. Wenn alles erledigt ist und du nur noch chillen kannst, das ist doch super dann. Gerade jetzt auch noch an einem Sonntag so ein bisschen noch entspannen. Ist eigentlich auch immer super. Ist immer auch schön. Finde ich auch. So, alle Gegenstände repariert. Jetzt ist die Frage, was kommt denn hier hinter? Wie lange dauert das Dungeon hier noch?
Natürlich kommen zwei von denen hier. Anstatt Loot. Apropos Loot. Ich habe zu viele Knochen hier wieder mal. Verschwenden nur meinen Platz. Ich habe so das Gefühl, hier fehlt uns noch irgendwie ein Block oder so. Kann das sein? Ach nein. Jo. Heute, Sonntag ist aktuell immer enshrouded. Steht eigentlich auch. Ah, ne, ihr seid. Waifu und, Bizant, ihr seid irgendwie nicht auf dem Discord. Ansonsten hättet ihr dann gesehen gehabt, dass. Dass sonntags, enshrouded stattfindet. Rein theoretisch, gestern, wo ich den Geburtstagsstream gemacht habe, hätte man das auch vorschlagen können. Hätten wir dann da auch spielen können. Wieso zieht er auf den scheiß Hund? Ich will den Magier loswerden. Dies anvisieren. Ich habe einen Discord, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Discord-Link, wenn man Ausrufezeichen Discord eingibt, ob das noch der aktuelle ist, weil ich krieg das irgendwie nicht geschissen, sagen wir so, Alter, jetzt schon? Ich glaube, das will mich hier verarschen, kann das sein? Alter, ich habe gerade mich geheilt. Einen Moment, ich bin gleich wieder im Chat. Kann ich hier einmal noch mal zumachen? Nein? Okay, so, ich will meine Sachen zumindest wieder haben. Alter, wo kommt... Hier ist irgendwo ein Spawner. Oder mehr. Anders kann ich mir das nicht erklären, wo die alle herkommen. Vor allem hier kommen einfach noch mehr. Die kommen von da hinten, glaube ich. So. Bin ich hier in Sicherheit? Ich hoffe. Natürlich die Ausdauer wieder mal. Nein? Ich dachte schon. Wieso springt der auch da hinten hin? Der eine ist hier oben. Ha!
So, den muss ich loswerden. Ich muss doch nochmal die Flucht ergreifen. Von denen. Weil meine Waffe ist gleich hinüber. Alter, wie, da sind auch wieder Tausende von denen. Wo muss ich hin? Da. So, okay, jetzt kann ich wieder bei euch sein. Sorry dafür. Was Abhören angeht, kann ich mal so sagen, da ist Discord nicht das Schlimmste. Und wenn man Angst davor hat, abgehört zu werden oder so, dann bräuchte man auch kein Handy mehr. Egal ob iPhone, Samsung oder was weiß ich was. Aber wo kommen die alle her? Jetzt ernsthaft. Jetzt, der soll rennen. Jetzt ernsthaft? Gibt es hier irgendwo einen Spawner oder so? Ich lock die mal alle an. An einem Punkt. Ich hoffe, die sind nicht in der Lage, jetzt hier hochzuspringen. Okay. So kann ich mehrere kaputt machen. Bleib mit sitzen. Hilft das was? Schneller aufzuladen? Quarkkeeper? Ich glaube, Quarkkeeper kenne ich nicht. Kann... Zumindest klingelt da bei mir jetzt nichts. So, ab jetzt müsste ich, glaube ich, hier ganz normal in der Lage sein, die Gebiet bekämpfen zu können. So, komm. Ich bin gleich wieder bei euch. So, ob ich denke, ob wir in einer Simulation leben? Sagen wir so, bei manchen Leuten, die ich so in letzter Zeit mitbekomme, denke ich schon mittlerweile, ja. Das kann doch einfach nicht real sein, was man so bei einigen Leuten mitbekommt. Denn anders kann man das, glaube ich, nicht mehr erklären, so wie manche sich geben und so, oder also behalten, meine ich jetzt. Sind da hinten alle erledigt? Oder sind da hinten noch welche? Ich hätte nicht zurückgehen sollen. Ich glaube, das war ein Fehler.
Ich glaube, das war ein Fehler, die Tür jetzt auch noch aufzumachen. Ja, ich muss rennen. Ich habe keine Ausdauer. Mist. Ob es einen Minecraft Community Server geben wird? Weiß ich nicht, weil ich sag mal so, ich habe in Richtung Minecraft aktuell nichts geplant. Also vielleicht irgendwann, aber ich will da jetzt kein Versprechen machen oder so. Okay, nice. Alle erledigt. Also Minecraft Community Server bin ich mir nicht sicher. Irgendwann habe ich vor, eine Community Gilde für Elder Scrolls Online zu machen. Ja, mal gucken. Also, ich weiß es noch nicht, wegen Minecraft. Da würde ich sagen, vielleicht ein bisschen abwarten, mal gucken. Weil ich bin aktuell auch... Jo, von wo kommen die jetzt, von hinten? Ich glaube, für Minecraft hätte ich aber auch persönlich nicht die Ausdauer, das dauerhaft durchzuziehen. Okay. Muss ich so machen. Autsch. Erledigt, alle geschafft. Ich hoffe. Ausgelegt. Nein, das wollte ich nicht. Hallo. So. Ja, da glaube ich, dass Minecraft mit Mods shoppen könnte und so. Also, dass richtig nice aussehen könnte, richtig geil werden kann und so. Aber ich glaube, ich bin halt derjenige, der irgendwie da nicht die Ausdauer hätte oder die Langzeitmotivation für. Waifu, das ist mir jetzt zu politisch für einen Stream oder so, weil ich will hier eigentlich eher nur entspannen, ein bisschen zocken und so und nicht die Probleme der Welt anhören, sagen wir so, und drüber reden. Dafür gibt's andere Streamer. Nimm mir das bitte nicht böse, aber dafür bin ich jetzt nicht da, also um über solche Themen zu reden. Ich will einfach nur unterhalten, ein bisschen Spaß haben, mit euch quatschen, so. Aber jetzt nichts, also über nichts quatschen, was jetzt irgendwie politisch ist oder über Religion oder
die großen Probleme und so weiter. Dafür gibt es ja andere Streamer, die sich damit befassen, die sich damit befassen wollen. Ich möchte einfach nur bei einem Stream gerne den Kopf abschalten, so ein bisschen mit euch über, klar, über alles um die Welt reden, aber jetzt nicht, nicht so anstrengende Themen. Das wäre für mich einfach zu anstrengend, so dieses Thema. Jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Und jetzt doch nach links? Ich hoffe, wir haben jetzt auch wirklich alle besiegt, alle erledigt hier. Ja, wenn die Fragen nicht zu persönlich in eine gewisse Richtung gehen, kann man mich vieles fragen. Einen Moment. Noch jemanden? Ne, okay, ich bin die alle losgeworden. Was für mich Erfolg bedeutet? Für mich, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann einfach irgendwie in, also ich will persönlich irgendwann auf dem Land leben, sagen wir mal so, weg von der Stadt, auf dem Land, wo ich ganz in Ruhe zocken kann und so weiter. Und wenn ich das erreicht habe, das würde für mich Erfolg bedeuten. Also, wo ich mir keine Sorgen machen muss um irgendwas. Für mich heißt das jetzt nicht so, reich zu werden oder berühmt oder sowas. Klar, ein bisschen Bekanntheit wünscht man sich halt auch, wenn man Streamer oder YouTuber ist, klar. Freut man sich drüber, aber im Grunde, ich habe mit YouTube und Twitch angefangen, da hatte ich niemanden, der mir zugeschaut hat. Und da war auch lange Zeit so. Aber ich habe da trotzdem einfach angefangen wegen Spaß, weil ich Bock drauf hatte. Und irgendwann habe ich immer mehr und mehr Leute kennengelernt, so die auch Creator waren, so die mir, ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das sind aber viele. Das sind hier sehr viele. Meine Lieblingsserie? Boah. Da muss ich überlegen, weil das schon wirklich Ewigkeiten her ist, dass ich überhaupt eine Serie geschaut hatte. Die letzte Serie, die ich wirklich geschaut hatte, war noch One Piece, glaube ich. Ich bin es mir nicht sicher, weil das.
weil das auch schon lange her ist. Locker schon mindestens ein Jahr. Ich glaube, das war's mit denen, oder? Der eine steckt das zwar fest. Ach, die Dinger gibt es ja auch noch. Ja, super. Ich hoffe, hier haben die jetzt keinen Spawner. Oder ist das dann Spawner? Haben wir die? Ja, wo kommen die Knochen jetzt her? Ja, ich kann aber so sagen, was Film und Fernsehen angeht, da ist es bei mir schwierig, irgendwie zumindest was Aktuelles zu sagen, was mir gefällt, was ich schaue oder so, weil ich sag mal so, Film und Fernsehen habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Alles klar, Oldcoin, dann bis gleich. Denn ich gucke gar kein TV, gar kein, also ich habe nicht einmal mehr Netflix, Disney Plus und so ähnliches. Keine. Die einzigen Sachen, wo ich mich wirklich aufhalte, sind YouTube und Twitch aktuell. So, okay, ich habe da jetzt jede Menge Kram, was ich nicht brauche. So, da gehört nicht dahin. Aber die Knochenpfeile. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, oder warte mal, was könnte dahinter sein? Erstmal gucken, was dahinter ist. Was ich auf YouTube schaue, hauptsächlich, klar, Let's Plays und sowas schaue ich mir an. Von mehreren Leuten, sogar wie von meinem hier Mod oder Mod auf Zeit kann man sagen, hier Fred Dogmatic, der ist ja auch YouTuber Let's Player. Von ihm hin und wieder mal die Videos, von Hehl schaue ich die Let's Plays. Von ja, von Brom schaue ich mir immer wieder die Videos an. Aber ich schaue mir auch The Gothic Quiz von Umut immer wieder gerne mal an, sogar da, wo ich selber teilgenommen hatte, so immer wieder. Oder da, wo ich eine Frage gestellt hatte und schaue ich mir auch immer wieder gerne an, wie die da reagiert hatten. Als die dann quasi raten mussten, wie die Ork-Waffen da heißen. Meine eigenen Videos schaue ich nur, wenn ich die am Schneiden bin. Also, wenn ich die noch am Produzieren bin, sagen wir mal so. Auf YouTube direkt, nee. Das war, ja, das war wirklich ein schnelles Ableben, da hast du recht. Muss ich nur gucken, wo geht's da nochmal hin? Hier runter. So, da vorne gab's so einen Insektenspawner.
Aber das fand ich jetzt schon eine interessante Frage. Freddy, wie sieht es eigentlich bei dir aus? So, schaust du auch eigentlich deine eigenen Videos? Also, ich meine jetzt nicht nur beim Schneiden, sondern auf YouTube schaust du das? Oder nur, oder genau wie ich, nur beim Schneiden schaust du die an. Auch nur im Schnitte. Okay, wo bin ich hier jetzt? Also, das sieht hier heftig aus, finde ich. So, Gefahren in der Nähe. Wir sind im Miasma. Ich hoffe, die kommen nicht hier hin. Doch. Wie hoch kann der springen? Jetzt endet, wie hoch konnte der denn springen? Stimmt, beim Pumpkins machen schaue ich das auch noch mal rein. Und willkommen zurück, Oldcoin. Aber beim Pumpkins schneiden ist es ja auch eigentlich noch dann auf der Festplatte drauf. Thumbnails schneiden, Thumbnails machen. So. Okay, da haben wir den Magier. Den muss ich zuerst loswerden. Okay, hier ist noch ein Magier irgendwo. Den Magier anvisieren. Katze oder Hund? Geht auch beides? Wozu bin ich jetzt hier hingegangen? Hä? Ach so, da, ich wollte schon sagen. Da kann ich nicht mitreden, Waifu. Da weiß ich nicht. Da bin ich zu ungebildet.
So, komm. Komm, das will ich auch noch. So, einmal reparieren. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe wieder Knochen, die ich nicht brauche, die ich nicht haben will. Ne, im Grunde, ich kann mal so sagen, was historische Charaktere angeht, solange die Charaktere, diese Personen nicht in Assassin's Creed zum Beispiel vorkamen, kann ich irgendwie nicht mitreden, sagen wir so. Dann gibt es auch noch gewisse historische Charaktere, die auch im letzten Jahrhundert vorkamen. Die möchte ich gar nicht im Chat dessen Namen lesen oder so. Sag ich mal so. Weil das wäre mir auch erstens irgendwie zu politisch oder so, was auch wieder. Und noch wegen anderen Gründen, sagen wir, sag ich auch einmal. Denn, ja, wie bereits heute einmal gesagt, ich möchte einfach nur hier irgendwie entspannen, einfach zocken und nicht über solche Leute eigentlich reden. So, vor allem erst recht nicht, wo ich gar keine Ahnung von habe. Da will ich eigentlich lieber die Klappe halten. Denn einige Leute scheinen auch irgendwie zu vergessen oder so. Ist jetzt nicht gegen euch gemeint, sondern habe ich auch schon auf YouTube und so mitbekommen. Einige Leute denken, ich bin Meinungsblogger oder sowas. Ah nein, die da. So, jetzt verballere ich wegen der meine ganzen Pfeile. Sorry, wenn das laut war, aber ich hasse diese Viecher, sagen wir mal so. Ne, ich glaube, von hier kamen wir. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ah, nein. Wo kommen die denn jetzt her? Kann ich hier zumachen? Nein. Mist. Können die nicht irgendwo feststecken?
Okay, den bin ich jetzt los. Scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Versuche mich mal zu beeilen, darunter zu kommen. Vom Sterben Nachteil. Also ich muss meine Sachen hier wieder einsammeln, das auf jeden Fall. Also ich muss da hinterher rennen, sagen wir so. Aber bis jetzt ist mir noch nicht aufgefallen, ob man da einen Debuff oder sowas hat. Obwohl man startet quasi erstmal mit bisschen, wenn man irgendwie respawnt, dann startet man quasi mit der Hälfte oder weniger Leben. Und das muss erstmal wieder regenerieren. Der lebt immer noch, der Scheißmagier. So. Noch nun. Den Weg. Ich bin gleich wieder bei euch. Was ist das? So ein Riesenspawner? Ein Moment. Wo ist der Magier? Da. Ja, soweit eigentlich geht es mir ganz gut. Bisschen hier jetzt und, wegen den Viechern hier, wegen den Untoten und sowas. Bisschen unter Stress gerade, aber abgesehen davon eigentlich ganz gut. Ich hoffe, der hat mich nicht mitbekommen, warum er da geflogen ist. Also. Jetzt gerne wieder so ein Bügeleisen. So, einen Moment. Ach, hier geht's hoch.
Okay, welche Richtung? Okay, hier gibt es auf jeden Fall wieder was zu lesen. Wenn Mutter hier wäre. Wenn Mutter hier wäre, würde sie Kronleuchter aufhängen, Kerzen in jede Ecke stellen, die alten Bücher abstauben und mir eine Geschichte vorlesen. Ihre warme, melodische Stimme würde den Raum wie eine Flut von Kerzenlicht erfüllen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören, eingekuschelt in ihre handgewebte, orangefarbene, mit Safran gefärbte Decke. Ich würde einen Schluck von meinem gesüßten Kamillentee nehmen und getrost das Reich der Träume gleiten. Aber Mutter ist nicht hier. Die Dunkelheit ist mein neues Zuhause. Jetzt ist die Frage, gibt es unten eigentlich auch noch mehr? Kann man das irgendwie erkennen? Ich glaube nicht. Weil wie viele Särge hier sind. Gewalt gegen Vasen. Hallo, das sind aggressive Vasen gewesen, ja? Hast du nicht gesehen, wie die mich bedroht haben? Hier in dem Raum gibt es nichts zu looten. Nein, Waifu, die Nachricht, die er geschrieben hatte, wurde gelöscht. Wenn er die nochmal schreibt, dann gibt es ein Timeout. Da gab es einen Grund, warum man die nicht sehen kann. Okay, was ist das denn jetzt für ein langer Durch... ich dachte nur nicht... Okay, hier gibt es wieder was zu looten. Ja, die Knochen wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Bücher. So, das kann gelöscht werden. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. So. Ne, ist glaube ich auch so, wenn man, Ostrom, momentan bewegst du dich ganz auf dünnes Eis hier, muss ich sagen.
Denn ich sag mal so, Ostrom, nur weil wir uns privat kennen, ich gehe mal von aus, dass wir uns privat kennen, dass du, ich sag nur, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob ich zumindest einen Vornamen sagen darf von dir. Weiß ich jetzt nicht, aber. Nur weil wir uns kennen, heißt das jetzt nicht, dass du hier irgendwie einfach so alles sagen und tun kannst und so weiter. Ich habe hier auch Regeln. Habe ich alle? Hier? Ja. Ich habe eine böse Vorahnung hier. Was hier jetzt kommt. Ja. Ich versuche mal irgendwie Ausschau zu halten, ob hier irgendwie ein Spawner in der Nähe ist oder sowas, oder? Ach ne, jetzt haben die mich alle gesehen. Hier ist kein Spawner, okay. Ich versuche ihn mal darüber zu locken. Okay, die hauen ab. Ich bin zu weit weg oder wie? Tschüss. Gegen zwei von denen gleichzeitig. Und dann noch diese Armee da. Kuckuck. Kommen die hier ran? Ich weiß nicht, wie es mit dem jetzt aussieht. Ach, jetzt kommt er. Okay, das war geil mit dem Sturz. Machen wir mit dem anderen genauso dann. Autsch. Nein!
Okay, überlebt. Ich habe nicht rechtzeitig getrunken, verdammt. Die Richtung. Okay, aber der ist auch zumindest hier, jetzt. Ich mag das, dass er jetzt da unten ist. Jetzt ist nur die Frage, ja. Nein. Mist. Vielleicht hier einmal warten? Kaum Heiltränke habe ich noch. Ganz ehrlich, ich finde da dann doch tatsächlich eher House Flipper besser. Weil Sims... Hättest du gesagt Sims 3? Hätte ich Sims 3 auch zugeschrieben. Alter, wie viel... Nicht die Blutsicheln. Autsch. Dann Blutsicheln. Eine Blutsichel. Die muss ich loswerden. Ausgerechnet das. Nein. Die ist die Hölle. Hä? Das soll ausgerüstet sein. Was soll denn das? Autsch. Ich hasse diese Blutsicheln. Wegen der Barriere haben wir auf. So, vielleicht nochmal Muni holen. Und gegen die mussten wir sogar noch kämpfen, wegen dem Scheiß, wegen der scheiß Barriere, ey. Ich hasse die. Die sind auch extrem overpowered mit den Angriffen.
Durchrennen? Ich glaube, wir rennen durch. Wir fahren in der Nähe. Okay. Was haben wir hier jetzt wieder? Noch einen neuen Bogen. Okay, hier haben wir aber jede Menge Bücher wieder. Ich mach das mal so. Die will ich einsammeln. Hä? Nee, da wollte ich nichts. Ich bin froh, dass die da hinten nachgelassen haben. Obwohl, die sind schon verdammt nah. Ist das schon das Ende? Hallen der Erloschenen. Wir sind wieder im Startgebiet, glaube ich. Kann das sein? Das sieht für mich auf jeden Fall ganz danach aus. Ah, okay. Wir sind wieder zurück im Startgebiet. Alle abgeschlossen? Okay, nice. Wir können jetzt die Plasmapresse machen. Ja, der hat da noch irgendwas. Ah, hier. Ausgezeichnetes Ektoplasma und besseres Ektoplasma. So, wo haben wir die Knochen? Hier, die wollen wir nicht. Da haben wir eben mehr als genug. So, dann haben wir hier Unterkieferbrecher. Den wollen wir nicht, sind Zweihänder. Wirkwurzelaxt. Müssen wir uns mal ansehen. Auch Zweihänder, okay. Wollen wir nicht? Wollen wir nicht? Ah, und es wird wieder Tag. Perfekt. Wir haben jetzt eigentlich dann im Grunde alle Quests jetzt erledigt, die es zu erledigen gibt. Wo ist mein Zuhause? Hier. Dann würde ich jetzt eben einfach nur nochmal alles einlagern. Ist halt hier wieder genau dasselbe Spiel wie immer. Nein, komm, so. So, hier nochmal. Und hier haben wir diesmal ein bisschen was. Habe ich viel? Ne, für hier nichts.
Darf ich hier auch nicht? Stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Bei House Flipper 2 ist deutlich mehr Möglichkeiten quasi, also zum Arbeiten da, an Reinigungsmitteln und so weiter. Also was House Flipper angeht, also den zweiten Teil, macht euch da keinen Kopf, ich werde das so oder so früher oder später irgendwann vielleicht nochmal spielen. Warte mal, habe ich. Ja, alle Köpfe sind da. Kann nur halt ein bisschen dauern, weil aktuell die Prio ist bei anderen Spielen, auf die ich viel länger gewartet habe oder die mich viel mehr gepackt haben als jetzt House Flipper, sage mal. Hierfür hatte ich nichts, okay, aber hier. Und wo haben wir die Lotion? Nee. War das? Nein. Wo ist die Lotion? Da. Hierfür was? Nee, hier. Und dann irgendwo noch die Eiszauber. Wo sind sie? Da. Nee, das waren die blauen, glaube ich. Hier. So, dann noch die Tücher eben einlagern und dann. Wo waren die? Hier. Soweit alles fertig eingelagert. Nice. Dann hier einmal nochmal die Sachen reparieren. Okay, die haben jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Gar nichts mehr. Ich lege mich hier vielleicht erstmal schlafen. So, damit es wieder hell wird draußen. Nein, das sind keine Sklaven. Das sind, also noch keine, ja? Das sind quasi Überlebende, genau wie wir in dem Spiel. Aber die helfen mir quasi dabei, hier an Missionen zu kommen und sowas. Aber wir haben jetzt im Grunde nichts mehr zu tun hier. Wir könnten rein theoretisch nur noch bauen. Aber ich würde mit dem Bauen weitermachen, sobald auch das nächste Update da ist.
Ja, ich hatte auch gedacht gehabt, das würde länger dauern mit den Dings hier, mit der Quest von Hallen der Erloschenen, das letzte da. Daher würde ich sagen, ich mache fürs Let's Play dann jetzt schon mal Ende. Das wird dann. Dann ist das hier jetzt die letzte Folge für. Vorerst letzte Folge, Enshrouded. Wird dann erstmal pausiert sein, bis zum nächsten Update. Und für YouTube sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.